Good morning, everyone. The throne of St. Peter stands empty today. The body of Pope Paul VI now lying in state at his summer residence, where he died yesterday at the age of 80. Memorial services are taking place around the world for the spiritual leader of the Roman Catholic Church, the victim of a heart attack. Mercoledì 27 settembre 1978, 32esimo giorno di pontificato. Guten Abend. Nur 34 Tage dauerte das Pontifikat von Johannes Paul I. Der Papst starb in der vergangenen Nacht, wenige Tage vor Vollendung seines 66. Lebensjahres und ohne vorherige Anzeichen eines Leidens. Fassungslos ist dann auch in der Welt die Nachricht von seinem Tod aufgenommen worden. Der Wiener Erzbischof Kardinal König stellte die Frage, wie die körperliche und psychische Überlastung der Päpste künftig abgebaut werden können. Spätestens am 18. Oktober müssen die Kardinäle wieder zusammentreten, um im Konklave den Nachfolger von Johannes Paul I. zu wählen. Terzo. La causa della morte, con molta probabilità, non fu infarto al miocardio, che lascia visibili segni di sofferenza, ma embolia polmonare.